Das ist von jedem zu erlernen. Im Moment sieht es sehr, sehr schwierig aus. Aber wenn man sich mit großen Haken unter Anleitung einem, der es ein bisschen kennt, dran gibt, ist es überhaupt kein Problem. Das ist eine eigene Kreation, angelehnt an das, was so größtenteils auf dem Wasser ist. Es gibt für alle Fliegen die tollsten Fantasienamen. Da weiß nachher aber keiner mehr, was der andere damit gemeint hat. Ich für meine Zwecke habe ungefähr ein Dutzend Fliegen, die ich mir immer wieder gleich binde und die im Laufe der Zeit das erfüllt haben, was ich wollte. Als erfahrener Fliegenfischer weiß Bernie Hoffmann genau, wie er mit einer künstlichen Fliege die Natur richtig imitieren kann. Schließlich muss man dem Fisch vorgaukeln, dass der Köder eine Fliege ist, die es zu fressen gilt. Die Ausrüstung für seinen täglichen Fischweid entlang der Flussufer ist schnell gepackt. Seine Lieblingsrute, die Stiefel und eine Gürteltasche, die alle wichtigen Utensilien für das Fischen enthält. Natürlich auch die Köderdose mit den selbstgebundenen Fliegen. Edith und Hans Schmidt aus Trier möchten als passionierte Angler die Kunst des Fliegenfischens erlernen. Sie haben heute ihren ersten Schultag in Rolf Renells Fliegenfischerschule. Ich weiß von Fliegenfischen nur das, was ich aus dem Fernsehen kenne. Und das hat mich immer beeindruckt. Ich wollte es mal lernen. Das war schon ein Traum von uns, diese Technik mal zu erlernen. Eben auch mit dem Ziel, dass also nicht nur in der hiesigen Region mal zu praktizieren, sondern eventuell mal nach Schottland oder nach Irland, also auf Lachsfang, sodass das eben doch ein bisschen Abenteuer noch mit verbunden ist. Vielleicht eine der letzten Abenteuer für Angler. Ich gehe mal davon aus, dass das eine sehr interessante Geschichte sein könnte. Aber wenn wir es eben hier feststellen, dass es eben nichts ist, dann werden wir diesen Traum beenden. Das Fliegenfischen hat fast immer mein Leben ausgefüllt. Ich habe viele, viele Angler erlebt, die Normalangler, Rute, Wurm, Kasten Bier hingesetzt, die mit zum Fliegenfischen waren. Davon sind 90% beim Fliegenfischen hängen geblieben. Fliegenfischen ist eine Sportart, bei der das Erfolgserlebnis eng mit der Erfahrung des Fischers verbunden ist. Bei Bernie Hoffmann stellt sich der Erfolg meist schon nach kurzer Zeit ein. Die Forelle hier ist jedoch noch zu klein und darf unbeschadet wieder ihres Weges ziehen. Neben der richtigen Angelrute und dem passenden Köder gehört das Wissen um das Geschehen unterhalb der Wasseroberfläche zu den wichtigen Eigenschaften eines guten Fliegenfischers. Denn nur wer weiß, wo die Fische im Wasser stehen, der kann sie auch ködern. Hier jetzt stehen bleiben, unterm Busch einwerfen, Lymphe sinken lassen und dann schön gemütlich hier rüberholen. Könnte eine gute Stelle sein. Dann weiter oben in den Anfang der Rauschen, wo die auslaufen. Die ruhigen Stellen sind nicht so begeisternd. Das wäre für dieses Stück hier die zwei Stellen. Kannst du drin los? Siehst du, wenn ich jetzt hier fallen wäre, brauchte ich ja keine Fliege mehr. Da könnte ich unten fischen. Aber das ist ja nicht sportlich. Aber wie gesagt, hier tut sich nichts. Wasser ist tot. Es gibt so Tage, Stunden. Aber wenn wir mal runter gingen, hinter der Rausche, da ist mehr Bewegung im Wasser. Sauerstoff, vielleicht sind da ein paar Agile. Sollen wir mal probieren? Die Schmidts haben inzwischen ihren Fliegenfischerlehrer getroffen und fahren mit ihm nicht wie erwartet ans Wasser, sondern auf einen Fußballplatz. Fußballspielen und Fliegenfischen haben wohl nicht viel gemein. Ein merkwürdiger Ort also, aber nur auf den ersten Blick.
Schnur liegt ja idealerweise auf dem Wasser, hier haben wir auf der Wiese liegen. Es wird auch ein großer Unterschied sein, die Schnur aus dem Wasser zu lösen oder aus der Wiese. Das heißt, wenn sie im Wasser liegt, liegt sie in der Adhäsion, in der Anhangskraft der Wasseroberfläche. Eine Klebkraft beispielsweise, die Schnur wird dort ein bisschen festgehalten. Deswegen kommt auch, wenn wir die Schnur aus dem Wasser nehmen, die Rute etwas früher in die Ladung. Sie wird früher geladen. Diese Anhangskraft bietet uns der Rasen hier nicht so gut. Ja? Deswegen eine Geschichte zu starten im Wasser macht schon Sinn. Auf der anderen Seite, nicht alle Leute haben schon im Wasser gestanden oder in Stiefeln gewesen. Ja? Man fühlt sich vielleicht unsicher. Da springen zwei, drei Fische, da hängt ein Ast, da fliegt der Eisvogel vorbei. Und dann wäre die ganze Technik wieder auf Deutsch im Eimer. Ja, das ist schwierig, also sich da zu konzentrieren. Deswegen ist es besser, man startet also hier. Also ich werde mein Gewicht, was in einer Masse liegt, sehr träge vor uns liegt, nicht ruckweise schnell unbedingt bewegen können. Ihr seht, es gibt absolute Unruhe. Jeder Wurf setzt sich zusammen aus einer gewissen Spannungsphase, das heißt möglichst gestreckte Schnur, einer langsam sich steigernden proportionalen Geschwindigkeitssteigerung und die wird erlöst in einem Stopp der Rute. Das heißt, ich werde die Rutenspitze aus dieser Bewegung anhalten. Könnt ihr euch vorstellen, ich setze ins Auto, Motor läuft, Gang einlegen, langsam losfahren, aber dann quasi ohne Ruckeln hochbeschleunigen, bremsen. Ich denke, es ist doch eine Wissenschaft für sich, so, wenn man das also jetzt so demonstriert bekommt. Das ist doch nicht so einfach, wie man sich das, ich denke mal, vorgestellt hat. Aber das ist vermutlich die hohe Kunst, die man dann beherrschen muss für bestimmte Situationen und so weiter und so weiter. Also es ist schon interessant. Es ist eine andere Geschwindigkeit hier gefragt. Ne? Wir sind das langsame Fischen am langsamen Fließgewässer bisher gewohnt. Und hier muss man mit einer anderen Umsetzung arbeiten. Doch das stellt schon, denke ich mir, die besondere Schwierigkeit. Das Lieblingsrevier von Bernie Hoffmann ist die Kyll, ein Fluss, der in der Nähe seines Wohnortes Hillesheim fließt. Das Wasser durchquert fast die gesamte Mittelgebirgslandschaft der Eifel von Nord nach Süd und mündet nach 146 Kilometern bei Trier in die Mosel. Ein Fischerparadies mit sauberem Wasser und einem Fischbestand von mehr als 30 Arten. Bachforelle und Esche sind hier oft zu finden. Doch für das erhoffte Jagdglück braucht auch der routinierte Fliegenfischer eine geschickte Ködertaktik, um die gewitzten Unterwasserräuber zu überlisten. Nee, das ist nichts mit dem Nass. Ich mache einen trockenen dran. Nasse Köder weg und trockene Köder dran. So. So, da wollen wir uns gucken, was wir Schönes haben. Der geht wieder weg. Ah ja, nehmen wir mal eine schöne Fallschirmfliege, trocken. Die sieht man gut und hat auch in der jetzt, wie es im Moment aussieht, einigermaßen Chancen. Der sogenannte nasse Köder imitiert die Larve der Fliege unter Wasser. Der trockene Köder die Fliege auf der Wasseroberfläche. So kann der Fisch zu jeder Jahres- oder Tageszeit getäuscht werden. Amen. Es war eine kleine, aber ein Eifler Bachforell. Wunderbare Zeichnung, ne? Von solchen Erfolgserlebnissen sind Edith und Hans noch weit entfernt. Beim ersten Wurftraining auf frischem Grün müssen die beiden feststellen, dass Theorie und Praxis oft zwei Paar Schuhe sind. Die knallt noch zu viel, glaube ich, gell? Darf man, glaube ich, nicht. Irgendwie war noch was mit 12 Uhr. Und man durfte nicht nach hinten gucken oder so. Ist schwierig. Auf dem Sportplatz wird eifrig geübt. Der Lehrer muss noch einiges korrigieren, bevor die Schüler reif für den Fluss sind. Wir haben weiter besprochen, dass das Werfen um ein Gelenk
In dem Fall das Handgelenk. Handgelenk geht auf, geht zu. Das könnt ihr alles bitte sehen. Kontrolliert das optisch. Schaut ihr hin. Ja? Schaut nicht irgendwo hin, schaut ihr hin, was ihr tut. Wo ist meine Rutenspitze? Die ist zu weit. Wir haben gesagt 12 Uhr, 1 Uhr. Handgelenk bleibt dicht. Und das war auch schon ein ganzer Wurf. Das heißt, dein Unterarmstand, dein Oberarmstand. Ich denke, ist es eine große Vielseitigkeit, die möglich ist, Fische zu fangen. Nichts anderes, erstmal diese Technik. Jahrhunderte alt eigentlich. Zweitens ist es eine Möglichkeit, wirklich mal Seele baumeln zu lassen, ein bisschen eins zu werden so mit der Natur. Das heißt, ich könnte theoretisch meine Fliegen binden, künstliche Fliegen imitieren, ich könnte meine Route bauen. Es ist ein großes Spektrum, was man dort machen kann. Aber das Wichtigste ist, denke ich, es ist eine sehr effektive und kleine, minimalistische Fischerei. Also ich brauche nicht viel Equipment. Ich bin aktiv am Wasser unterwegs. Ich muss mich mit der Natur und den Gesetzmäßigkeiten ein bisschen auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute dann einfach gemeinsam haben. Auch dieses Einswerden so ein bisschen mit dem Wasser, mit Strömung und solchen Geschichten. Schau dir die Natur an, schau dir das Wasser an, schau dir die Geräte an, du stehst hier drin, alles ist herrlich. Ist doch was anderes, als wenn ich mich mit dem Kasten Bier vor so einen Forellenpuff, wie man es schön sagt, setzt. Da werden hungrige Fische eingesetzt, egal was du reinschmeißt, und es geht zur Sache. Nicht mein Ding. Da kommt jetzt. Da war wieder eine. Und der liebe Hoffmann hat gepennt. Ist das Alter? Die Reaktion lässt nach. Das Schöne ist einfach, ich weiß jetzt, da unten stehen einige Forellen. Und jetzt für mich eben, ja, die zu überlisten. Das ist für mich das Schöne. Wenn du den richtigen Stand hast, die richtige Sonneneinstrahlung, schönes, klares Wasser, wunderbar. Und das ist natürlich sehr interessant. Wenn du dann siehst, wie die sich verhalten und wie sie die Nahrung aufnehmen. Und das kannst du dann wieder umsetzen für deine Fischerei. Da haben wir eine. Eieieiei, da haben wir der erste Abendsprung. Einmal beißen sie nicht, das hängt mit dem Wasser zusammen, mit der Witterung. Weiß noch keiner, wenn man das wüsste, herrlich, ging man nur, wenn sie beißen. Jetzt fasst man den hier ins Maul, wo es ihm nichts wehtut, ganz sauber aushaken. Ohne dem Fisch die Gräten zu brechen. Dann kopfüber rein. Und in 2 Jahren kommt er nochmal wieder. Ja, du nimmst es also hier hoch und hast hier, schau, die Schnur relativ eng an der Route vorbei. Jetzt haben wir heute natürlich Wind dazu, ist es ein bisschen schwierig. Also, das hast du gar nicht so schlecht gemacht. Wie gesagt, hinten hast du aber festgestellt, dass du zu weit bist. Geht ja jetzt erstmal darum, zu gucken, was macht es mit mir. Ja? Also, Beobachtung ist alles. Schau auf dein Handgelenk, schau auf deinen Arm im Stopp. Werf nochmal einfach. So, da warst du gerade. Ja? Das heißt, das ist sehr weich. Du siehst, du bist hier aufgegangen. Das heißt, dein Handgelenk läuft dir weg. Mhm. Ja? Und du bist grundsätzlich zu weit. Und schau, du bist sehr weit außen. Jetzt wäre hier im Prinzip deine Führungswand. Wir haben aber gerade gesagt, die ist eng bei dir. Du hast außen keine Kontrolle. Deswegen ist es später wichtig, auch nicht an langem Arm zu arbeiten. Das macht dich müde. Mhm. Rolle Augenhöhe ist absolutes Maximum. Das ist schon schwierig. Ja? Also nimm die Route rein zu dir. Es ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung dabei, das einfach zu lernen. Das haben die beiden sich auf die Fahne geschrieben. Und jeder Mensch ist im Prinzip anders, das ist individuell. Wir als Unterrichtende oder Unterweiser müssen halt gucken, das einfach rauszufiltern. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo kann man was tun, wo kann man einen noch mehr begeistern. Aber die Basis ist auf jeden Fall da bei Ihnen. Wenn man die Koordination mal beherrscht, denke ich, dann ist das die halbe Miete. Das werden wir schon noch ein bisschen hinkriegen.
vielleicht eher. Ja. Es sieht leichter aus, als es ist. Heute Abend gibt's Muskelkater. Seit seine Frau vor 3 Jahren verstarb, lebt der 71-Jährige nun allein in seinem Haus in Hillesheim. Hier in der Vulkaneifel hat er seine 2. Heimat gefunden. Also, ich bin ja, wie man so sagt, eine echte Kölsche Jung, Köln geboren. Köln ist praktisch meine Heimat. Aber ich fühle mich hier einfach sauwohl. Ich hatte im Kölner Gebäudereinigung, was heißt hatte, ich habe sie auch noch, aber bedeutend kleiner. Und von den Anfang der 60er Jahre an sind wir jedes Wochenende hier an die Kill zum Fischen gefahren. Weil Urlaub ging durchs Geschäft einfach nicht, also Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, so haben wir die ersten 24 Jahre nur malocht. Und dann ging er nachher nicht mehr. Da haben wir gesagt, gut, Schäfen sind im Trocknen. Jetzt gucken wir mal, dass wir in der Eifel, da wo wir sowieso jedes Wochenende sind, mal was bekommen. Kleines Fertighaus. Naja, gut. Gesucht, 3 Jahre, nichts Passendes gefunden, bis dann hier dieses Grundstück kam. Das ging dann ruckzuck, innerhalb 24 Stunden war das gekauft. Habe es ja später gebaut. Und jetzt bin ich im 22. Jahr hier. Hab da unten meine ganze Fischerei. Von da bis so weit, wie du gucken kannst. Was will ich mehr? Am nächsten Morgen geht der Unterricht für Familie Schmidt im Fach Fliegenfischen weiter. Das Gelernte soll heute im Wasser umgesetzt werden. Wasserdichte Hosen und Stiefel ergänzen nun die Ausrüstung. 2. Tag, nächste Runde. Ja. So ist es. Jetzt sind wir mal gespannt, was wir gestern gelernt und heute umsetzen können. Schauen mal. Muskelkater haben wir keinen. Ja, es ist sehr, sehr anstrengend gewesen unterm Strich, ja? Ja, sagen wir mal, die Intensität. Der Bewegungsabläufe und so weiter und so weiter. Wir haben keinesfalls daran gedacht, jetzt aufzuhören oder so. Ganz im Gegenteil. Es ist jetzt erst recht reizvoll geworden, das auch zu Ende zu bringen. Denn irgendwie wollen wir ja das, was wir investiert haben, ich meine jetzt nicht materiell, sondern einfach von der Energie, von der Zeit auch irgendwie umsetzen. Also das haben wir schon vor. Meine Frau, die hat einfach ein lockeres Händchen. Hat ja auch unser Lehrmeister eindeutig unterstrichen. Und ich bin richtig stolz auf sie. Ja, das ist Zufall. Das ist Zufall, denke ich mir. Geübt habe ich das ja nicht. Aber wie gesagt, das Interesse war schon sehr groß. Oder ist es immer noch. Vor allen Dingen, jetzt geht es ja mehr in die kleineren Details. Gestern, das waren noch die größeren Würfe. Jetzt, glaube ich, kommt es mehr auf die Feinheiten an. Und ja, ob ich mich da genauso geschickt anstelle, wir werden es sehen. Ich bemühe mich. Sagen wir mal, man muss ihr auch zugute halten, von ihr stammte letztendlich auch die Idee, dass wir das machen sollten. Wir hatten ursprünglich eine andere Form von Aktivurlaub. Wir wollten eine Radtour machen, aber dann haben wir uns entschlossen, nee, komm, dann machen wir lieber das da mal. Das bringt uns vielleicht auch bei künftigen Urlauben oder so ein bisschen weiter. Radfahren kann man immer noch. Rolf Renell betreibt seine Fliegenfischerschule seit einigen Jahren. Der gebürtige Bergisch-Gladbacher bildet hier in der Eifel angehende Fliegenfischer jeden Alters aus. In Deutschland sind es mittlerweile ca. 27.000, darunter auch viele Frauen, die auf den Geschmack dieses Natursports gekommen sind. Meistens findet der Unterricht in einer Gruppe von 4 bis 6 Personen statt, aber die Schmidts bevorzugen den intensiveren Einzelkurs. So, okay. Alles klar? Ja, alles klar.
Oh, angenehm kühl. Sehr ungewohnt. So. Das erste Mal bin ich da mal etwas unsicher. Ja, eben, das kommt dazu. Jetzt kannst du dir vorstellen, warum wir nicht direkt im Wasser anfangen. Ja, 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 natürlich. Stopp, warten, dann nach vorne. Okay, das war viel besser. Ja, also immer wenn es knallt, seid ihr zu früh in den Wurf, nach vorne gegangen, ebenfalls hier. Und bitte nicht nach vorne den Fisch erschlagen oder erschießen. Ihr sollt die Leine werfen, das heißt, ihr führt sie wieder zurück. So wie gestern auf der Wiese auch. Das war total daneben. Die Korrekturen sind das Wichtigste eigentlich. Das macht einen darauf aufmerksam, welche Dinge man falsch macht. Du wartest hinten zu lange. Ich denke, wenn ich nachher mal alleine am Wasser stehe und will, in eine bestimmte Ecke, dann muss ich da auch versuchen, dahin zu kommen. Du musst dich bitte kontrollieren. Schlaf nicht ein dabei. Das geht nicht automatisch. Und wenn ich dann den ganzen Tag für brauche, dann muss ich halt eben so lange üben. Okay. Ich glaube, ich habe wieder alles verlernt. Das ist wie beim Führerschein. An einem Tag am Anfang, da ging es ganz gut. Und bei den zweiten, dritten Runden, da muss man sich wieder völlig neu konzentrieren. Es ist also gar nicht so einfach, obwohl, sagen wir mal, jetzt am Wasser kriegt man doch ein anderes Gefühl dafür, wie auf der Wiese. Dann kann man das irgendwie besser einschätzen, denke ich. Aber wir üben. Vielleicht sieht der eine oder andere Fisch es dann auch uns nach, wenn wir ihn dann nicht feintechnisch anwerfen. So, vielleicht hat er Hunger und verzeiht uns dann die etwas unkoordinierte Abwurfserie. Mal schauen. Das ist mein, ja, ich würde sagen, mein Highlight von den letzten 2 Jahren, und zwar hier in der Kill. Das ist eine echte Eifler Bachforelle. Also selten noch hier anzutreffen, in dieser Größe. Und da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Die habe ich bei meinen Spaziergängen Ende Februar das erste Mal gesehen. Und dann habe ich mich auf diesen Fisch spezialisiert. Zwischendurch, jedes Mal, wenn ich unten war, habe ich mal die Gegebenheiten angeguckt. Und um es kurz zu fassen, im September war es soweit, sie schwebte schön oben in der Oberfläche, nahm Nahrung auf, hat mich nicht gesehen. Ja, angeworfen, erster Wurf, Biss und dann eine Viertelstunde gekämpft. Also ich gehe bestimmt viel fischen. Und das sind, wie ich eben schon sagte, das sind Highlights für mich, solche Fische. Bei Familie Schmidt wird inzwischen in Cowboy-Manier geübt. Vielleicht lässt sich so endlich der erste Fisch fangen. Aber vor dem Kampf mit dem Fisch kommt der Kampf mit der Angel. Ich muss doch erstmal die Schnur hier wieder zusammenfinden. So. Da schwimmt. So. Was macht denn jetzt alle auf den Fisch? Ich denke, dass das der Höhepunkt der Ausbildung ist. Also jetzt praktisch mit einer Fliege dran und in der Erwartung, dass ein Fisch anbeißt. Sie müssen viel mehr beobachten, was sie sonst beim normalen Angeln machen. Also es sind zu viele
Gegebenheiten, die eine nicht unwesentliche Rolle spielen, ob es vom Köderangebot ist, vom Wind, vom Wetter, von der Uferbeschaffenheit, das ist eben mehr die Herausforderung. Ich würde mal eher sagen, die Chancengleichheit zwischen Fisch und Mensch ist irgendwie besser. Dann endlich der erste Anbiss für die frisch gebackenen Fliegenfischer. Nur wie der Fisch jetzt aus dem Wasser kommt, das muss der Lehrer noch mal zeigen. Nicht den Fisch erhängen. Guck mal nach oben. Wohin willst du ihn ziehen? Er hängt den zu mir. An der Spitze. Ja, du musst ihn anlegen. Also, Schnur. Dran. Okay. Wir sind auch nach oben, Spannung weg. Und dann kannst du ihn halt hier nehmen und enthaken. So, jetzt darfst du wieder probieren. Das ist schon, sagen wir mal, eine Bestätigung dafür, dass man es wenigstens halbwegs richtig gemacht hat. Auch nach 25 Fehlversuchen oder Verwurschteleien mit der Angel, Schnur und so, alle diese Dinge, die da ja mal so auftreten können. Aber dann irgendwann hat man dann doch Glück. Also scheinbar ist Geduld und einfach Glauben daran, dass es irgendwann dann doch mal klappt. Ist wohl oberstes Gebot. Da ist es passiert, weg ist sie. Aber so ist das halt. Aber ich hätte ihn sowieso nicht mitgenommen. So ein feines Tier. Hoffen wir, dass er für Nachwuchs sorgt. Die Angelhaken der Fliegenfischer haben keine Widerhaken. Da kommt es schon mal vor, dass sich ein Fisch wieder losreißt. Für Bernie Hoffmann ist das kein Problem. Er hat Zeit und ist gerne hier draußen. Irgendwann, da ist er sich ganz sicher, sieht er den Prachtburschen wieder. Selbst wenn es erst im nächsten Sommer ist.